Herzlich willkommen zur Super Witze Show mit. Nein, Moment, wir machen heute gar keine Witze. Scheiße. Oh nein. Oh nein. Heute. Hallo, mein Name ist Dario Bolga. Und ihr seht Pew News. Mein Name ist Daria Bolga. Und wir sind hier bei Daro News, der Top News Sendung hier auf YouTube. Unser aller Lieblings-YouTube-Format. Ja. Also, Seid ihr bereit für die, die vielleicht die letzte Folge nicht gesehen haben? Wir gehen heute durch Svantes Spam-Ordner. Mein Name ist Alex Seid und er liest heute Spam vor aus seinem E-Mail-Postfach. Also, ich bin der letzte. Das Oberste ist direkt top. Ich bin der letztes Mal durchgegangen und mir ist aufgefallen, ich habe überraschend viel Pornografie-Werbung. Und irgendwie hat es Twitter auch in meinen Spam-Ordner geschafft. Das also, direkt das Erste. Kirsche, Sparta Nachtspaß. Also, es ist von Flackoll. Und es ist Sparta Nachtspaß W4M. Suche nach einem Fick-Kumpel, der mit Werten selbstbewusst und sicher ist. Und keine Angst hat, Chancen zu ergreifen. Treffe mich hier! In all caps. All caps. Go here to unsubscribe and stop getting these notifications. Ja, bestimmt. Bestimmt kannst du da unsubscriben, dass ja. Du keine Notifications mehr kriegst. Fängst so. Dir bestimmt kein Virus ein. Nächstes. Nobelio. Luxus und Lifestyle. Warte. Hi Svante, hast du mich vergessen? Wo ist der Rest? Da ist doch die Nachricht, oder? Das ist Posteingang. Ja, neue Nachricht von Leonie, 22 Jahre. Boah, das ist ja schon ewig her, seit wir beide zuletzt Kontakt hatten. Weißt du überhaupt noch, wer ich bin? Wohne jetzt mittlerweile nur ein paar Straßen von dir entfernt. Und ja, zufälligerweise sagen sie nicht, welche Straße es ist. Und meinen Freund habe ich auch nicht mehr, da er lieber seine PlayStation verwöhnt, anstatt mich. Ha, same. Eben, seien wir ehrlich, wir tun nichts anderes, wir nehmen gerade ein Let's Play auf. es ist einfach so, dass man als Frau auch mal Bock hat, das Bett zum Quietschen zu bringen. Ach, weißt du was? Lass uns doch mal ein bisschen quatschen. Du erreichst mich am besten mobil unter folgender Nummer. Ganze Nachricht lesen. Es ist auch schön abgeschnitten, gell? Ja. Ey, großartig. So, nächstes. Bierslingo. Ich habe übrigens das Gefühl, das sind die gleichen wie von Quarkoll. Sind Bierslingo. Bist du Schuchtern? Das ist Sus. Ich habe kein Problem damit, die Köpfe zu drehen, daher bin ich okay mit der Attraktivitätsabteilung. Ich bin hauptsächlich an meinem Leben fokussiert und möchte jemand, der genauso ist. Du musst es mit mehr Enthusiasmus vorlesen. Okay, ich muss natürlich meine sexy Stimme verwenden. Ach so, natürlich. Nicht wirklich auf der Suche nach einer Beziehung. Aber definitiv offen. Ich kenne genügend Personen, die Treffen haben. Und es wäre toll, einen netten Handlanger zu haben. Sehe mich hier! Sehe mich hier! Aber nur wenn du mein netter Handlanger werden willst. Was zur Hölle? Wieder Twitter. Ja, das ist so Kinky-Geschichte. Ja. wieder Nobelio. Luxus in Lifestyle. Ja, das waren die übrigens mit Leonie 22 vorher. Gebraucht kaufen, Geld sparen, nachhaltiger fahren. Orbix, eine runde Sache. Oh wow, die wollen mir Reifen andrehen. Wollen wir irgendein Auto? Svante, du hast nicht mal dein Auto. Ja, aber ich habe schon einen Führerschein im Gegensatz zu dir. Ich habe ein Auto. Du hast ernsthaft ein Auto? Natürlich habe ich ein Auto. Und keinen Führerschein? Nein. Warum hast du. Brauchst du auch nicht. Es gibt trotzdem Gas, wenn du aus Final drin. Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Aber ja, ich habe ein Auto. Ich kann nicht. Das willst du doch bestimmt mir geben. Dann kann ich das fahren. Definitiv nein. Schade.
Dies ist mein. Ja, aber ich habe einen Führerschein. Du hast ein Auto, das du nicht benutzen kannst. Und ich habe einen Führerschein und kein Tausch. Auto. Ich bin zu dumm, auf Tausch zu gehen, um Kraut an erster Stelle zu packen. Ja. So, nichts. Oh, da ist. Oh, ich sehe es. Da ist schon wieder. Soll ich das Kirsche oder soll ich das Zwilling? Nimm das Kirsche. Von Pisugalp. Das ist übrigens vermutlich wieder dieselbe ja. wie vorher auch. Von sexueller Göttin Pisugalp. Heider, ich bin auf der Suche nach einem spaßigen, lockeren Kerl, mit dem man abhängen kann. Freunde mit Vorzügen, Dating-Situation. Lass uns hier Telefonnummern austauschen und es starten. Das war ja relativ harmlos. Das war tatsächlich recht harmlos. Hast du nicht irgendwas von einem nigerianischen Prinz oder so, dem du der dir eine Million Dollar überweist, wenn du ihm 10.000 Dollar ausleihst oder so? Nein, Suppe wurde besiegt. Das sind auch immer so schöne Bilder dabei. Hier haben wir schon das sieht gut aus. Get loads of cash with the click of a button von Plumbago. Aber immerhin haben die es nicht übersetzt. Ja. Das ist sehr tragisch, das wäre viel lustiger, wenn die es auch mit übersetzt hätten. Oh, fuck, ich hab drauf gedrückt. Oh, du hast drauf gedrückt. Jetzt kannst du dein Handy wegwerfen. Nee, ich hab weggedrückt, bevor es laden konnte. Personal loans online. All credit types accepted. Loans up to $5,000 available. Get started. All credit types accepted. The most practical solution to your financial problems. Don't need to do much. Just apply. See money in your account. Weißt du, woran mich das erinnert? Warte, ist das immer noch bei? Wenn du aus Mannheim-Neckarau in die Innenstadt reinfährst, nach Mannheim. Ja. Da ist so ein richtig abgeranztes Haus. Okay. Und da hängt so ein Banner davor. Irgendwie steht drauf, Kredit sofort, vertrauenswürdiges Kreditbüro. Und du siehst diesem Haus an, da kriegst du keinen vertrauenswürdigen Kredit. Und wenn du den nicht rechtzeitig zurückzahlst, dann stehen die Männer mit den Knüppeln vor deiner Haustür. Ja, ich muss kurz was nachgucken. Und zwar, also, da das Plumbago ist angeblich unter Sunokman Limited. Aha, das ist... in Tortola sind die positioniert. In wo? Tortola. Wo ist Tortola? Weiß ich nicht, aber warte kurz. Möchtest du das mal googeln? Ich möchte gucken, ob dieses... das ist alles von der gleichen Firma. Auch die ganze Porno-Werbung ist auch von Sudokman Limited. Ja, nice. Wo hast du da aus Versehen mal draufgeklickt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Irgendwo hast du mal deine E-Mail-Adresse angegeben, wo du deine E-Mail-Adresse nicht hättest angeben sollen. Tortola, Insel auf den britischen Jungferninseln. Ja. Tortola ist eine der... Das ist genau da, wo ich meinen Server auch abstellen würde, wenn ich irgendwelche zwielichtigen Sachen im Internet mache. Tortola ist eine der größten der britischen Jungferninseln. Auf der karibischen Insel gibt es mehrere weiße Sandstrände, darunter Kane Garden Bay und Smugglers Cove. Rowtown, die Hauptstraße der britischen Jungferninsel, ist ein bekanntes Yachtzentrum, die in ihrem Hafen ankern zahlreiche Segelboote. Oh, wisst ihr, was mich viel mehr interessiert? Die Tatsache, dass eine Insel eine Bewertung von 4,4 von 5 Sternen hat. Wem gefällt? Was bewertet man an einer Insel? Ja, die Konsistenz des Bodens ist sehr gut. Der Boden ist auch äußerst fruchtbar. Da kann ich meine Blumen einpflanzen. Außerdem ist der Wind angenehm. Hey, du musst da irgendwo... Oh, ich hab das schon mal. Ja, ich bin in dich verliebt. Es ist eine Qual. Also es ist immer noch von den gleichen Leuten. Ja, definitiv. Aber das ist ein hübsches Bild, das da dabei ist. Ich war ein wenig widerwillig, Online-Dating auszuprobieren, aber meine Freunde erzählt mir, dass es funktioniert. Ich bin in meinen frühen 30er Single, schön und bereit dazu, jemanden Neuen kennenzulernen. Ich hoffe, dass du es sein kannst. Lass uns ein wenig Spaß haben. Das Bild, das da dabei ist, sieht aus, als ob es irgendwie mit Snipping-Tool aus irgendeinem Schmuddelfilmchen rausgescreenshottet wäre. Oh Gott, ich habe von Adidas... Von Adidas, aber
Groß A, Groß D, Groß I, Klein A, Groß Doppel S. Hauptsache, das SS ist groß geschrieben. Ja, Hauptsache SS am Schluss ist groß geschrieben. 20 Gebauer, Sie können dieses Produkt testen. Fragezeichen. Also, Sie können dieses Produkt testen. Und mehr sieht man nicht, weil die Bilder nicht laden. Und das ist gut so. Ja, das ist sehr gut so. Es ist bestimmt legit. Nur, dass die Adidas falsch geschrieben haben. Under Armour. Oh, aha. Oh. Oho. Aha. Alles, was du benötigst, ist ein guter Fick. Ich werde es. Meine Eltern wollten, dass ich diesen netten, wohlhabenden Kerl heirate, aber ich hielt an mein Geschütz fest und führte an mein... An meinem Geschütz? Ja, an meinem Geschütz. Ich hielt an meinem Geschütz fest. Ja, also ich hab mich da an mein HKG36 festgeklammert. Also wenn du es mit der Männerstimme meinst, dann kannst du es wieder auf sexuelle Art und Weise meinen, das mit dem Geschütz... Ah. Nein. Family-friendly YouTube-Channel. Nein, diese Folge ist definitiv nicht family-friendly. Ich muss mir notieren, dass ich die Folge 18 plus schalte. Musst du gar nicht, aber es ist egal. Und führe mein Single-Leben fort. Ich weiß, dass du auch die Vorteile, Single zu sein, genießt. Also, lass die Party beginnen. Yeet! Yes! Daily Savings Finder. Woher weiß sie, dass du Single bist? Weil irgendwie scheint die Quelle ja nicht zu stimmen. Eben. Ich hab keine Ahnung. Nein, du bist meine Affäre. Ohohoho. Ohohoho. Oh, Svante, doch nicht jetzt, wenn ich hier aufnehme. Nimm die Hand da weg. Ah! Hilfe! Was macht unser organisches CBD besonders? Es ist organisch. Fertig. Promifacts empfiehlt. Stressfrei in den Sommer. Wow. Oh, möchtest du mal nach Spam-Mail-Screenshots googeln? Weil ich glaube, da kommt auch richtig viel Gutes zusammen. Warte, ich guck noch mal kurz. Oh, vielen Dank, Lidl. Ich interessiere mich nicht für Lidl, denn Aldi ist besser. Survey Rewards Now. Weißt du, was richtig schlimm ist? Was ist richtig schlimm? Ich habe einmal bei ice.de so einen Kopfkratzer bestellt. Kennst du das? Ja. Mega geil, die Teile. Kosten auch bei... Also ich würde jetzt, wenn ihr minderjährig seid, dann bestellt nicht bei ice.de, weil da seht ihr viele Sachen, die euch verstören. Aber bestellt wenn ihr, den einfach irgendwo anders, denke ich. Aber ich weiß, dass ja, bei ice.de kriegst du den für 1 Euro oder so. Nice. Das Teil ist richtig geil. Also das Teil ist richtig geil. Aber seit ich den bestellt habe, krieg ich regelmäßig Werbung von ice.de. Natürlich tust du das. Hey, schau, welchen gigantischen 35 cm Dildo den du jetzt hier im Angebot kriegen kannst. Weil, ja, warum eigentlich? Ich muss noch einen Fun fügen. Hast du's bald? Ja! A selection of funny Nigerian spam letters, enough to make a cat laugh. Es ist... Warum um eine Katze zum Lachen zu bringen? Warum nicht? Spaghetto macht Schaden. Ich bin von Spaghetto generell total überrascht. Ich mochte Arbok immer vom Design, aber ich dachte, das wäre kacke schwach. Aber so schwach ist es ja gar nicht. Hey, have you seen my big nephew in ladies' bikini? Nein, my little freak is not homosexual, he is hipster or something. Let's associate that crazy movement. Möchtest du bitte nach deutschen Sachen suchen? Bist du dir sicher? Ich glaube, da findet man nicht mehr so viele lustige. Doch. Nein. Die Cold Mirror vorgelesen hat zum Beispiel. Oder. Nee, keine Ahnung. Aber da, ich finde es lustig, wenn das halt so in gebrochenem Deutsch ist. Ja, dieses gebrochene Deutsch ist teilweise wirklich schlimm. Du kannst ja einfach suchen nach
Spam-Mail nigerianischer Prinz. Da findest du bestimmt was. Ah, Augenblick. Was, man kann nicht behaupten, dieses Let's Play hätte keinen Mehrwert. Also, ich meine, so vielleicht ein bisschen. Ein wenig. Wenn ihr euch das wünscht, dann, und die Augen zumacht und euch vorstellt, es hätte Mehrwert, dann vielleicht ein bisschen. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde gleich zwischen den Folgen zurückgehen, Pokémon heilen. Bis dahin hat Zwante auch was Lustiges für die nächste Folge rausgesucht. Und dann gebe ich jetzt aber trotzdem schon mal Sushi hier die zwei Sonderbonbons. Ach. Weil ich mich kenne, ich Sonderbonbons sowieso nicht benutzen werde. Im Normalfall. Ich spare mir die dann bis zum Schluss auf. Aber benutzt sie dann nie und denkt mir dann so, ja, hättest du eigentlich benutzen können. Das spielt sie jetzt eh nicht mehr weiter. Gut, dann hoffe ich, dass die Folge euch trotzdem gefallen hat. Schreibt mal eure Lieblings-Spam-Mail in die Kommentare. wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben. Das würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios. Ciao, ciao.